Sadashiv Sahu wurde 1947 in Indien geboren. Er war Geschäftsmann und handelte mit Stoffen und Kleidung. 1999 wurde er von einem wütenden Mob der Vergewaltigung bezichtigt und beinahe totgeschlagen. Im selben Jahr erkrankte seine Frau an Tuberkulose und verschwand eines Tages spurlos. Ein Umstand, der in Indien nahezu zur Tagesordnung gehört. Ständig verschwinden vor allem Frauen und Kinder und die Behörden stehen dem nahezu machtlos gegenüber. Irgendwann habe er einen unwiderstehlichen Drang zu töten verspürt, wie er später aussagte. Er begann nach Einbruch der Dunkelheit Jagd auf Männer mittleren Alters zu machen. Sein erstes Opfer ermordete er im April 2002. Meist lenkte er seine Opfer mit einem Feuer ab, trat an sie heran, setzte sein Gewehr direkt auf die Brust des Opfers und drückte ab. Manchen Berichten zufolge soll er in seinem Sohn einen gelegentlichen Komplizen gefunden haben. Sahu behauptete, nach den Morden immer friedlich geschlafen zu haben. Im Jahr 2004 kam es zu einer Hausdurchsuchung und man fand zahlreiche Indizien, darunter das Gewehr, einen falschen Bart, ein Fahrrad, welches dem ähnelte, mit dem der Täter nach den Morden immer geflohen war, sowie ein schwarzes Tuch, womit der Täter sein Gesicht unkenntlich gemacht haben soll. Es wurde wohl nie veröffentlicht, was schlussendlich aus Sahu wurde. Ein Urteil wurde meines Wissens nach nie bekannt gegeben.